Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Northgard. Und dieses Mal ist Kapitel 10 an der Reihe Fimbulwinter. Und ja, ich bin gerade am Überlegen, nämlich Eber. Ich denke tatsächlich, dass ich Eber nehme aufgrund des Wissens. Leider gibt es hier nicht den. As we neared Beriglmir's throat, we were greeted by an eternal winter. Borgil called it Fimbulwinter. And that alone was one of our mightiest foes yet. But as the Norns would have it, something much deadlier than cold and starvation was lurking in the freezing mist. Okay. Leider gibt es in der Story ja nicht den. Ich habe gerade den Namen von den Nitter-Clan. Weil das halt ein DLC-Clan ist. Weil das ist immer noch mal favorisierter Clan, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay. Albert. Ihr meint, es würde wärmer? Okay. Gut, dass wir Kleidung haben. Schließt nicht von euch auf andere Musterknabe. Fimbulwinter heißt das. Fimbul was jetzt? Hier herrscht ewiger Winter, Schätzchen. Okay. Vielleicht hätte ich ja doch einen anderen nehmen sollen. Das bedeutet, dass diese Eisbären von hier niemals überwinden werden. Okay. Was geht jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ist das hier Endstation? Nein. Ewig ist ein wenig dichterische Freiheit und müsste nicht wortwörtlich genommen werden. Der Fimbulwinter ist ein extrem rauer und langer Winter, der angeblich mehrere Jahre dauert. Der Legende zufolge ist er ein Vorbote von Ragnarok. Wenn man dem also Glauben schenkt, konnte Hervardrung kurz davor stehen, sein Ziel zu erreichen. Aha. Also warten wir einfach, bis der Frühling zurückkommt. Okay. Und der Frühling ist möglicherweise auch keine besonders gute Idee, seht doch. Der Schneesturm hat aufgehört. Wir sind jetzt. Was sind das für elende Gestalten? Ein fürwahr schockierender Anblick. Gut, dass sie völlig gefroren sind. Ihr habt aber recht. Herbert, wenn der Wall irgendwann auftaucht, dann tauchen sie auch auf. Was für ein merkwürdiges Gefühl. Normalerweise graut uns vor dem Winteranbruch, nicht vor seinem Ende. Beriglmirs Kehle ist ein trichterförmiger Schlucht. Beriglmirs Kehle ist eine trichterförmige Schlucht und wir befinden uns an einem breiten Ende. Ich schlage vor, wir breiten unsere Siedlung aus, um die Belastung des Angriffes aufzuteilen. Klingt vernünftig, so muss niemand den gesamten Angriff alleine tragen. Svan und ich werden in die Mitte verteidigen, so sei es. Egil wird unsere rechte Flanke schützen. Okay. Und Halvard die linke. Abgemacht sammeln wir möglichst viele Ressourcen und bereiten uns darauf vor, den Angriff standzuhalten. Okay. Okay. Denn es klingt ja bisher noch Spaß schon mal. Überlegt die einzige Armee der Toten. Aha. Ja, das kann ja lustig werden insgesamt dann hier. Das hier sind zwei. Aha. Ich baue einfach nochmal ein Haus. Gut. Einmal schon mal ein Speer. Du auch nochmal da. Dann sollte ich hier möglichst früh, denke ich, schauen, dass ich hier mit Booten wegkomme, um ein bisschen was zu generieren. Okay, das ist auf der Schaltung. Okay, hier haben wir. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Ah, das Wald. Das ist sehr schön gut. Den nehme ich dann auch mal in Besitz.
Okay, du dann einmal schon mal darüber. Du hier rüber. Und Heiztoilette bauen. So, auch mal darüber. Okay, da ist Eisen. Eisen sollte ich mir, ich denke ich auch nehmen. Könnte wichtig für mich werden. Komm, das hier ist Steine. Steine sind auch nicht so schlecht, aber erst allererstes. So, ihr beide da Holz. Hier dann jetzt mal Fischhütte bauen. Und hier unten. Ich kann mir gerade keinen Steg leisten. Da sollte ich schauen, dass ich den mir gleich leisten kann. Hier kann ich wahrscheinlich Jagdhütte bauen. Gut. Darum sollte ich mich dann auch gleich kümmern um die Jagdhütte. Das ist, denke ich, keine so dumme Idee, wenn ich das mache. Gut. Hier oben ist auch Reh noch. Okay. Ja, das kommen wir weg. Den hier kann ich gerade noch nicht einnehmen. Okay. Du kannst da schon mal hin. Da arbeiten zwei gerade. Gut, du komm auch einmal dort fischen schon mal. Ich habe gerade minus 1 auf Nahrung. Das ist nicht gut. Verdammt. Damit habe ich ein Problem. Dann. Das kann ich aber lösen, indem ich einfach. Okay, ich habe plus 2 jetzt auf Nahrung. Das ist in Ordnung. Gut. Ich denke, ich muss ja. Ich sollte ja aber trotzdem nochmal ein Dings bauen. Ein Nahrungssilo, damit das besser dann wird. Achso, oh shit. Wieso habe ich den noch nicht losgeschickt? Gut, schon besser. Dann einmal ein Nahrungssilo. Und du fängst das schon mal an. Dadurch können die mehr Nahrung generieren. Gut. Dann setze ich gleich schon, dass ich den hier bekomme. Dann einerseits wegen dem Runenstein und andererseits auch wegen halt weiterer Nahrung dann. Und ich platziere ich einfach mal da, damit ich mehr. Damit ich da zumindest ein bisschen mehr generiere noch. Okay, das ist schon mal etwas. Der hier braucht trotzdem noch ein bisschen. Und spätestens wenn ich den hier dann habe, dann sollte ich auch mal schauen, dass ich hier Steine abgebaut bekomme, um meine um halt weiter voranzuschreiten. Ich habe von den Häusern und so habe ich überhaupt keine Probleme bisher. Gut, einmal hier rüber.
das ist aktuell noch nicht. Ich bin aktuell noch nicht so zufrieden damit gerade alles, aber gut, scharfe Äxte, Waffenschmied, Tauschhandel. Ich mach das. Weil das ist jetzt gerade noch erstmal am wichtigsten für mich. Gut, dann kann ich jetzt den hier machen. Gut, komm, darüber, danke. Dann kann ich hier jetzt Jagdhütte bauen und... da kann ich gerade noch nichts bauen. Gut, einmal da schon mal rüber, aber... Okay, der kann da noch nichts machen gerade. Nicht optimal. Ich hätte es eigentlich lieber, wenn der da schon man könnte gut hopp und hopp dann einfach beide schon mal. Gut. Sehr, sehr gut. Du gehst mir mal den Runenstein hier. Dann... Dann brauche ich bald Stein. Vorher... Oder nebenbei vielleicht... Sollte ich dann nochmal schauen, dass ich... hier... noch eine Jagdhütte bekomme. Wie viel kostet mich das? Okay. Ah ne, das ist die Schmiede. Ups. Gut. Da ist dann der da zum Bauen. Ich brauche dann halt wirklich Stein, damit ich die Sachen aufwerten kann. Um den hier brauche ich... Ah, das ist... Der sollte ich vielleicht auch hin, dass ich da dann bald habe. Dann kann ich... Dann kann ich dann nämlich anfangen, hier alles quasi mit... Holz. Also das ist echt... Also das ist echt... Das wird ein Spaß, das Ding aufzuhalten. Da muss ich echt noch ein bisschen... wo ist jetzt der... Also da... Gut. Einmal... Da Holz, Geländebeschaffenheit, Fischgewässer, Nötig, Aktion in Wäldern, Sümpfen. Ah. Das klingt eigentlich ganz gut, aber ich denke, jetzt gerade brauche ich erstmal das hier. Gut. Nahrungssilo einmal. Du einmal das Nahrungssilo hier bauen. Du, denke ich. Ja, komm. Daran. Steinbruch. Damit ich dann hier möglichst schnell das hier machen kann. Was mit der hier kostet mich 10 und. Okay. 100. Ja. Also, aber ich denke, nach dem Winter sollte das dann vernünftig auch laufen. Dann sollte ich halt von hier aus als nächstes dann den hier nehmen, weil hier Schaf ist, Eisen vorkommen und nochmal weiter Holz. Damit dürfte ich dann hoffentlich eine gute Grundlage kriegen. Die Frage ist dann ein bisschen... Okay, ich muss dann definitiv dann bald hier hin, wegen dem Stein schon. Okay, wieso ist da wenig Speicherplatz? Aha. Macht mir gerade ein bisschen Sorgen, aber...
Ich hoffe einfach mal, dass das trotzdem alles gut geht. Wo ist denn... Ja, da sind die gerade. Noch ist Winter, das heißt, das wird erst nach dem Winter dann vernünftig die Produktion ansteigen wieder. So lange kriege ich halt Wissen. Ich denke, ich sollte dann als nächstes das hier machen. Okay, das ist das erste Jahr schon verflogen. Es bleiben noch 3 Jahre bis zum Ende des Fimbulwinters die Luft. Okay, gut. Das ist doch jetzt sehr schön, was ich da bekomme. Den mache ich. Da schicke ich dich mal da oben einmal einfach schon mal hin. Gut. Kräuterkundler könnte ich machen. Aber. Rekrutieren. Das ist eigentlich auch ganz geil. Aber ich denke, dass ich tatsächlich erstmal damit gehe und danach Rekrutierung. Halbert hat den Fest mal organisiert. Aha. Gut, das kann ich da machen. Das ist sehr, sehr schön für mich. Gut. Falls die Leute bräuchte. Ich brauche dann halt hier halt wirklich. Ich brauche dann wirklich Stein, damit das dann vernünftig da. Nein, Stein gerade nicht. Ich brauche jetzt wirklich dann halt die 100 Holz, damit ich das vernünftig jetzt dann in. Unter in Anlauf bringen kann, beziehungsweise den Schwung verleihen kann, den er braucht, alles. Das ist sehr schön, gut. Hopp, Holz da rein. Du da rein, Holz. Okay, Egi hat ein Fest mal organisiert, das ist schön. So, dann mache ich jetzt das hier noch. Sehr, sehr schön, gut. Dann mache ich den hier nochmal. Den sollte ich da vielleicht auch noch mal schauen. Gut. Hier oben baue ich dann noch mal wieder eine Jagdhütte hin. Komm einmal da nach oben hoch. Speerlager brauche ich nicht aufrüsten. Haus brauche ich auch noch nicht aufrüsten. Okay, dafür fehlt mir 100 Holz. Gut, da kann ich jetzt Rekrutierung machen. Damit kriege ich jetzt schneller neue Leute. Gut, dann mache ich mal Nahrungssilo. Ein freies Wissen, das ist sehr schön für mich. Dann fange ich mal damit an. Okay, da fehlt oben noch jemand. Gut. Noch ein Silo, das kannst du dann auch nochmal bauen, bevor du da dann weitermachst. Und das sieht doch schon sehr, sehr gut aus insgesamt da. Da sind sie jetzt gerade schön alle dabei, Festmeiler zu machen. Das ist ganz gut für mich. So. Gut, dann kannst du dahin.
Damit kann ich da weiter produzieren. Den da unten sollte nicht gehen. Ich sollte hier oben längs gehen. Oder den hier erstmal. Danach sollte ich da hoch. Gut, damit habe ich weitere 5 da bekommen. So, dann baue ich hier einfach mein Ausbildungslager hin. Okay, gut, ihr kommt da weg. Gut. Bergwerk da. So. Hab das aufbauen. Hab den Handel mit Nahrung mit euch begonnen. Mhm. Gut. Ich sollte dann jetzt hier auch mal, denke ich, langsam Brauerei bauen. Weil ansonsten könnte ich hier langsam Probleme bekommen. Habe ich so das Gefühl. Mhm. Da muss ich einfach warten, bis der fertig ist. Dann können die da Eisen abbauen. Und... Ah ja, ich sollte auch nochmal heilkundigen. Gut. Jetzt rollt es hier langsam ganz gut. Okay, da oben fehlt noch einer. Zum Hochschicken. Du bist ein Dorfbewohner, dann schicke ich dich mal da oben hoch. Hm. Schiffsbau. Baukosten für. Minus 50% Baukosten für die Errichtung. Das klingt doch ganz gut, würde ich mal behaupten, für mich. Gut, du da rein. So, du mal anfangen da oben zu prügeln mit. Vielleicht sollte ich versuchen, hier unten ans Eisen auch ranzukommen. Aber erstmal mache ich mal den hier noch. Hier oben ist Stein. Gut. Ich denke, ich sollte dann echt versuchen, da unten ans Eisen zu kommen gleich. Doch wohl noch? Gut, da. Dann habe ich da schon mal Eisen. Hab den Handel um Nahrung mit euch begonnen. Mhm. Kein Problem. Gut. So. Du da oben mal hin. Du wirst mal kurz da einer. Hm, habe ich noch. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie noch mehr Zivilisten bräuchte. Gut. Gerade kann ich mir nicht vernünftig leisten, da den in Anspruch zu nehmen. Deshalb muss ich gerade noch mal damit warten. Warte mal, ich kann aber den hier aufwerten, damit. Ach stimmt. Das bringt mir gar nicht so viel gerade. Mist. Jetzt wird es gerade nochmal richtig eisig kalt. Auch nicht so optimal für mich gerade. Ich denke, ich brauche
Ich denke, ein Speer kann. Ja, ein Speer kann mal schön den Job wechseln. Hm, 240 brauche ich da. Okay, gut, du kommst da mal hin. Sehr schön, schon mal. Okay, dann geh. Obwohl, nein, da unten lieber. Die ist besser. Gut. Du kümmerst dich jetzt mal da mit drum. Feuersegen verhindert den Verlust von. Ich denke, das hier sollte ich vielleicht eher nehmen. Für mich. Gut. Also, da muss ich definitiv nochmal hin, aber ich denke, als nächstes sollte ich den hier gleich beanspruchen. Wenn das hier dann jetzt mal ein bisschen vorangeht gerade. Also jetzt kann ich gerade nicht so viel machen, leider. Warte mal, kann ich den hier nicht. Achso, Stein fehlt mir dafür. Okay. Da kann ich Gelehrsamkeit machen, oder? Ehrlich, ich mach Vermächtnis. Das schaffe ich noch. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Dann mache ich bald das Segen. Damit habe ich jetzt da das Bessere. Dafür brauche ich 10. Fuck, dafür brauche ich 10 Stein. Oh Mist. Das war dämlich. Okay. Das war nicht so optimal, wie ich es mir gewünscht hätte. Da hätte ich ein bisschen besser aufpassen sollen, quasi. Gut, damit besiedle ich dann jetzt hier dieses Gebiet und dann habe ich da gleich Zugriff auf die Eisenquelle. Das ist schon mal etwas. Okay, nur noch 2 Jahre bis. Aha. Oh fuck, die ersten. Da sind schon welche frei. Nicht gut. Der Meter und Toten wird aus dem Eis. Das ist nicht gut. Da sind schon welche. Nope. Holz und Crowns kosten die. Einmal hoch und bauen. Superlass, sorry. Ihr müsst mal kurz darüber, um den da bekämpfen zu können. Und dann muss ich da noch. Nochmal sogar runter, damit ich den anderen da. Gut. Einmal den da unten dann. Gott sei Dank sind das die einzigen beiden. Okay. Okay, gut. Damit ist das hier wieder gesichert. Vielleicht sollte ich hier auch mal sicherheitshalber noch einen Turm bauen. Schon mal. Ach, fick dich. Ey. Ficken. Ich habe nicht gesehen, dass da noch welche kamen. Ey, na toll. Oh, ey. Na klasse, ey. Damit ist der Turm weg. Ich habe da Leute verloren und ich muss das Ding wieder besiedeln, ey. Das ist natürlich ziemlich ätzend. Und der Scheiß brennt hier natürlich auch noch. Gut.
Repariert mal den Scheiß wieder, bevor das noch weitere Probleme da macht. Du mal darüber den hier reparieren, beziehungsweise bauen. Einmal den bitte reparieren und dann nach den anderen hier reparieren. Komm. So. Den. Den. Und ihr. Ja, das ist für mich kein Problem, was der da macht. Damit. Okay, damit. Damit contestet er quasi wieder den hier für mich, aber. Ja, das geht noch. Okay, okay, okay. Ich denke, ich sollte dann wieder mal schauen wegen. Ah, ich habe hier noch freie Leute. Sehr gut, die können. Die werden doch gerne hier arbeiten, oder? Okay, die sind auch frei. Dann lasse ich mal die in einem anderen Berufsstand wechseln. Gut, ich brauche dann Stein da. Du wirst dann mal hier Gelehrter. Dann mit kann ich dann die. Gut. Ich brauche dann wirklich den hier. Bald. Noch. Aber das. Komm. Warte mal da. Den hier. Das ist jetzt gerade so das Problem. Eigentlich, also der hier ist eigentlich gerade wichtiger, weil Egel mir den hier wegnehmen könnte. Daher. Gelehrsamkeit. Ja, Gelehrsamkeit. Damit ich mehr Wissen bekomme. Komm, gib mir das jetzt. Gib mir jetzt dieses hier 330 wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Damit kann ich hier schön Eisen farmen. Und ihr braucht euch um den da jetzt erstmal gerade keine Gedanken mehr zu machen. So. Das Ding ist komplett safe da gerade. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich hier oben den hier noch durchbekomme. Und ich denke, hier sollte ich vielleicht einfach mal, weil es Sinn ergibt, da schon mal anfangen hier das zu machen. Gut. Ich brauche. Ich brauche einiges. Der Speer, den brauche ich nicht. Ich brauche zwar einiges, aber dieser Speer gehört nicht dazu zu den Sachen, die ich brauche. Gut, dann würde ich sagen, geh du erstmal dahin und dann wirst du einfach dort ein Steintypsel. Warte mal, vielleicht sollte ich dann auch anfangen mal. Ja, vielleicht sollte ich dann auch tatsächlich mal anfangen, hier Schmieden zu bauen. Also eine Schmiede zumindest zu bauen. Gut. Damit können die da schon mal anfangen. Den muss ich später noch machen.
Ich habe so das Gefühl, dass das nicht. Dass das nicht so optimal für mich gerade läuft. Ja, da kann ich aber bald wieder machen, das ist schön. Ich denke gerade echt drüber nach, dass ich das hier dann einfach mache, damit, weil meine Zufriedenheit gerade mal wieder etwas, ich sag mal so, nervig ist. Gut. Und jetzt sollte ich dann theoretisch da als nächstes dann mir holen. Gut. Osmose einmal. Oh ja, das hat dann schön Plus gebracht. Gut, dann kann ich euch hier. Dann kann ich das hier contesten und dann. Dann wird's richtig nett gleich. Gut. Ich denke, dass ich hier auch einfach mal in jeden von denen hier einen Turm stellen sollte. Gut, und dann. So, du gehst mal hier hoch. Hier baue ich den und den. Und dann, also bis hierhin sollte ich auf jeden Fall noch kommen. Dann wird's lustig. Dann wird's richtig, richtig, richtig lustig. Gut. Ja, der einmal Schmiede besetzen. Und schon mal den hier. Ich sollte dann, denke ich, mal schauen, dass ich Wissen, Zufriedenheit sollte ich noch mal schauen. Die Fördergeschwindigkeit gerade nicht. Kundiger Fischer sollte ich nochmal machen und Jäger, damit die da halt noch ein bisschen produzieren weiter. Und dann gut, du einmal hierhin, einmal dahin, einmal dahin. So, du einmal dahin. Das ist gerade für mich alles so, wie es ist, kein Problem. Ich brauche halt jetzt Stein vor allem. Jetzt gerade Stein und dann sehen wir weiter. So, den hier muss ich dann definitiv halt noch in Anspruch nehmen, das Gebiet hier. Und ja, dann wird hier richtig lustig aufgebaut. Okay. Den kann ich noch nicht in Gewahrsam nehmen, das Gebiet. Einmal da. Danke. So, du. Ein Jahr noch. Ein weiteres Jahr ist vergangen und die. Ach du Scheiße, jetzt kommen schon einige. Nicht gut. Dorfbewohner,
Einmal bitte dahin. Einmal bitte. Einmal bitte da zurück. So, du Dorfbewohner, du. Gehst mal ins Ausbildungslager. ja, das ist. Okay, da kann ich mich gleich drum kümmern. Einmal Waffenschmied. Jahrzwegen. Okay, das ist. Das war schon mal etwas. Problem ist, jetzt ist die Valkyrie. Okay, eine Valkyrie besiegt, das ist sehr schön. Beide Valkyren besiegt, ja. Ja, ich weiß, dass mein Clan nicht wächst, dass ich mehr Häuser brauche. Das ist mir durchaus bewusst, sorry. Aber ich hätte hier gerade ein bisschen Stress gehabt, um den ich mich kümmern musste. Daher. Hopp, einmal da baue ich dann noch ein Haus. Und dann baue ich hier oben am besten noch ein Eisbärverlager. Wo? Gut, du bist da oben fertig. Dann da einmal Axtbärverlager. Ja, das ist alles in Ordnung. Gut. Ah ja, dich kann ich ja abreißen, stimmt. Aber ich kann da noch mal ein weiteres Haus bauen. Ich denke, einen weiteren Schmied sollte ich da auch noch zupacken, damit die da besser laufen. Da sind 5 Gebäude, hier sind 2. Euch entwickeln kostet mich 100, da sind 3 Gebäude. Ah, hier kann ich noch eins bauen, dann baue ich hier nochmal einen Handelsposten. Komm. Damit ich ein bisschen mehr Crowns bekomme. Vielleicht sollte ich dazu dann auch nochmal den da machen. So, und schon verdiene ich da auch ein bisschen mehr. So. Schildknappenlager am besten auch noch hier. Bin schon dann richtig. Dich platziere ich da auch mal direkt hoch. Den hier nehme ich dann gleich noch in Besitzanspruch und okay, da kann ich noch nicht, weil ich da gerade noch nicht genügend Crowns für habe. Okay, den muss ich dann noch. Egal. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich jetzt damit Probleme bekomme, dass ich hier nicht mehr genug Geld habe. Okay, das sieht jetzt aber ganz gut aus von dem Cash her. Gut, einmal da dann rein. Warte mal, wie viel kostet? Ah, 300. Verdammt, da war ja was. Sollte ich vielleicht drauf sparen. Könnte vielleicht sich als nicht so unklug erweisen. Wenn der fertig ist, dann kommt der auch nochmal da rein. Und ich kann da nicht. Ich kann nicht mit anderen Clans handeln. Ah, toll. Klasse. Gut, du kümmerst dich dann hier mal um weitere Crowns.
damit ich da dann jetzt noch ein bisschen was dazu verdienen kann. So. Fange ich mal hier mit euch an. Dann besiege ich das Gebiet. Okay, das ist schon mal ganz gut. Winterabzug, das ist... So. Dann baue ich hier definitiv einen Turm hin. Das ist so ziemlich das Wichtigste an dem Punkt hier überhaupt. Ein Verteidigungsturm. Und du gehst dann da mal bitte hin. Holz brauche ich da gerade nicht mehr. Gut. Das ist, denke ich, nicht so schlecht noch. Händler produzieren mehr Crowns noch. Mhm. Und dann muss ich halt... Ah, shit. Das wird sehr eng für mich werden. Das wird sehr, sehr eng für mich werden, den Ansturm zu überleben. Auf jeden Fall sollte ich... Auf jeden Fall sollte ich gleich möglichst viel in meine Verteidigungen geben. Quasi. Komm. Okay, damit ist der schon mal da fertig. Sehr gut. So, Dorfbewohner, dich. Habe ich hier noch irgendwo... Okay, da. Kannst du noch was aufbauen? Ansonsten scheine ich hier alle Türme aufgebaut zu haben gerade. Gut. Und ich denke auch, dass ich zumindest einen weiteren Dorfbewohner noch hier in die Hütte geben sollte. Okay, die haben da alles abgebaut. Dann braucht ihr einen anderen Job. Gut. So. Crowns mache ich dann mal. Die Werkzeuge der Seefahrer wurden verbessert. Das ist sehr schön. Gut, dann verdiene ich jetzt schon mehr Crowns wieder. Jetzt. Es wird saueng alles für mich. Den muss ich jetzt machen. Weil ich ansonsten da echt Probleme bekomme. Ja, da ist ein Dorfbewohner, dich schicke ich mal dahin wieder, um den da aufzubauen. Du bist... Okay, 4. Es wird echt... Das wird jetzt echt blöd für mich, denke ich, leider. Militärstrategie, militärischen... Okay, Zufriedenheit brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich brauche den dann. Das... Also den hier definitiv. Freyas Segen brauche ich nicht, weil... Die Malusse habe ich dann durch nicht. Gut. Kann der mal fertig sein? Bitte? Okay. Ihr seid da schon... Nein! Fuck.
Fuck, ich hab mich verklickt. Scheiße. Es ist nicht gut. Ich wollte die anderen Sachen aufrüsten, ey. Komm, kann der Marktplatz dann bitte mal fertig sein? Das wird jetzt böse enden. Okay, gut. 7, 10. Das wird nichts. Mit denen, das wird dann nichts. Gut, dann fange ich schon mal an. Das hier ist, kommt schon, der Axtwerfer einmal. Sehr schön. Gut. Militärstrategie schon mal da. Fuck, 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 fuck. Das wird sehr, sehr schmerzhaft für mich werden. Zumal ich irgendwie die Befürchtung habe, dass die mich komplett überrennen werden hier. Dorfbewohner einmal. Okay, ich sollte die hier alle mal, die nichts zu tun haben, schon mal hier sammeln. Damit die dann möglichst, damit die ja möglichst schon mal den militärischen Dienst antreten, quasi. Um dann rechtzeitig. Der Firma im Wind. Okay. Die Toten sind im Anmarsch. Toll, danke. Ich find's nicht toll, wenn die Toten im Anmarsch sind. Muss ich mal so fairerweise sagen. Macht euch auf den Kampf gefasst. Das ist der letzte Angriff. Entweder behaupten wir uns oder wir gehen unter. Gut. Ja, Achtung, wir werden angegriffen. Das ist mir durchaus bewusst, dass ich da angegriffen werde. Gut. Zieht euch mal zurück hier bitte kurz. Danke. Ich gebe den hier jetzt extra mehr oder weniger auf, weil... Ach du Scheiße. Komm. Das ist nicht gut. Ich werde das hier sowas von... Also das würde ich sowas von nicht überstehen, die Aktion hier. Komm. Komm. Bitte, 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 bitte. Hab hier genügend dafür noch. Jetzt ist... Es ist jetzt der große Punkt, wo sich das meiste entscheiden wird. Okay, und... quasi meine komplette... Große Teile meiner Armee sind da dort schon drauf gegangen. Aber... Es sind zwar relativ große Teile meiner Armee da schon draufgegangen, aber tatsächlich habe ich hier auch schon ganz gut die zusammen da Schaden gemacht. Kann ich nochmal bitte hier alles, was geht, da. Gut, das ist auch nochmal alles aufwerten. Das ist alles in Ordnung gerade noch. Die sind schon ganz gut geschwächt. Die werden ja Gott sei Dank nicht stärker wieder. Okay, die ziehen jetzt dahin. Ich muss nur
Ich muss nur den... Ach du Scheiße, da kommen ja auch noch welche. Oh shit, nicht gut. So viel zum Thema, ich muss nur diesen Angriff hier überleben. Da sind tatsächlich auch noch welche dazu gekommen. Die Portale öffnen sich da auch noch, nicht gut. Warte mal, hatte ich da nicht welche hingeschickt? Komm. Haha, ich war schnell genug. Gut. Gut, ich muss nur dafür sorgen, dass ich meine letzte Basis nicht verliere. Und was das angeht, sieht das tatsächlich gut aus. Ich glaube tatsächlich, dass ich den Spaß hier überstehen kann. Solange der hier nicht kommt. Komm, bitte sei das danach zu Ende. Ja! Ich habe den Spaß tatsächlich überstanden. Oh. Puh, das war kein einfacher Kampf. Rettet, was übrig ist und heilt die Verletzten. Das war ziemlich arschknapp, würde ich sagen. Seht doch, der Eisball tat auf. Das war ziemlich, ziemlich arschknapp. Wurde auch langsam Zeit. Verschwinden wir von hier, bevor ich abkühle. Endlich. Ich hoffe, dass es auf der anderen Seite nicht noch kälter ist. Sogar ich habe die Schnauze voll vom Schnee. Ich glaube, ich habe den Rauhreif in den Stiefeln. Das Schlimmste kommt erst noch, fürchte ich. Stimmt, hinter Bergenskir liegt Bifrost und Fredrung. Wir müssen diesen Irren aufhalten. Wir müssen weitermachen, was auch immer als nächstes kommt. Es wird das Ende unserer Suche sein. Wir nähern uns der Nordgrenze von Novgard. Ich kann euch nur noch mehr Blut und Tränen versprechen. Doch das Schicksal Novgards und unseres vielleicht sogar der gesamten Menschheit wird bald besiegelt werden. Okay. Marschieren wir weiter nach Bifrost. Woo. Jo. Sieg. Wuhu. Tatsächlich abgeschlossen. Und ich habe das Gefühl, dass das Kapitel 11 Bifrost, dass das letzte sein wird. Bifrost, die legendäre Brücke nach Asgard, befindet sich in dieser Region. Fedrung ist bereits dort. Wir befinden uns am Rande des Ragnarok. Wir müssen ihn um jeden Preis aufhalten. Ja, das wäre dann die nächste Mission. Ich weiß halt nicht, wann die kommen wird, um ehrlich zu sein. Ursprünglich wäre diesen Monat im Grunde wahrscheinlich keine Folge gekommen, beziehungsweise keine weitere Folge zumindest. Aber dadurch, dass sich der Zeitplan ein bisschen verändert hat, kann ich das jetzt nicht sagen, ob jetzt eventuell doch noch eine Folge kommen wird noch. Auf jeden Fall, ich weiß gerade gar nicht, wann das kommt. Also, es kann durchaus sein, dass ich schaffe, noch eine weitere Folge hier aufzunehmen. Ich kann aber nicht sagen, ich kann nicht sagen, ob die nächsten Donnerstag schon kommen wird oder den darauffolgenden Donnerstag wahrscheinlich eher nicht. Wenn ich den Plan gerade so im Kopf habe, dürfte da dann was anderes kommen. Das spoilere ich aber noch nicht. Aber ja. Ich werde sehen, wie das dann alles zeittechnisch hinhaut. Also ja. Jetzt erstmal hier vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.